Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Brothers Wonder. Ich kann es auch endlich mal halbwegs korrekt aussprechen. Und heute, ihr seht es schon, wir haben alle von den royalen Samen. Heute ist nämlich der Tag, in dem wir das Spiel beenden werden. Wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt oder so. Aber ich glaube, das wird heute das Finale. Beziehungsweise, danach kommt ja noch eine Sache, aber das ist ja nur Spezialwelt, deswegen. Genau. Für die Spezialwelt habe ich mir auch schon so ein paar Kleinigkeiten noch ausgedacht. Beziehungsweise für die wirklich letzte Folge dann. Aber das seht ihr dann. Heute erstmal das Finale von der Story. Und ja. Dann hoffe ich auch, dass das überhaupt eine komplette Folge wird und nicht nur so 10 Minuten jetzt. Nicht, dass es nur noch ein Level ist. Aber ja. Wir gehen da jetzt rein. Es sieht schon krass aus, ne? Ich weiß nicht, sollte ich mir vorher vielleicht nochmal ein Item holen oder so? Können wir machen, ne? Wäre nicht schlecht. Warte mal, haben wir mit dem hier eigentlich schon gesprochen? Okay, er hat wieder... The number of Goombas you've defeated so far is 173. Wow, okay. Wir haben schon sehr viele Goombas getötet. Ah, ich finde echt cool, dass Nintendo immer jetzt so diese Stats einbaut. Das ist actually cool. Also, ich hätte das in meinen Spielen schon immer eingebaut gehabt. Dass man so weiß, yo, ey, so und so viel hast du von dem Gegner getötet oder sowas. Ich finde irgendwie doof, dass man sich hier nicht irgendwo ein Item einfach so kaufen kann. Wartet mal. Wir gehen kurz, bevor wir reinstarten, holen wir uns noch ein Item. Gibt es hier nicht so ein... Nee, das ist falsch. Kampflevel irgendwo. Ja, genau das hier. Das spielen wir eben. Das ist auch easy. Und dann gucken wir in die Welt rein. Ich hoffe außerdem, dass es meiner Stimme besser geht und alles. Und ja, aber ich bin da guter Dinge. Ja gut, wir sind Elefant anscheinend einfach. Kann. Oh, und hier sind mehr Goombas. Ich habe jetzt auch eine Woche fast nicht gespielt. Also mal gucken, wie das aussieht mit dem Skill bei mir. Jo, passt schon mal perfekt. Wir haben uns von einem Goomba treffen lassen. Achso, hier stimmt, der Drehsprung ist so hoch hier, ne? Ja, okay. Das müssen wir merken. Gut. Oh nö. Ist ja mega anstrengend mit dem hier. Oh Mann. Nerv nicht. So. Oh mein Gott, wieso lasse ich mich denn davon treffen? So, ja, bitte. Bitte anfangen zu laufen, das wäre echt nett. Ja, okay. Und er bringt sich jetzt um und dann...
Haben wir das geschafft? Ja, wir waren viel langsamer. Aber haben wir nicht sogar tatsächlich das geschafft? Nee, warte, das sind 80 Sekunden hier, ne? Nee, 70 sogar. Okay. Aber wir sind zumindest groß. Das war ja mein Ziel. Ja. Genau. Ach so, ich habe jetzt gar nicht in den Chat geguckt, weil ich mich drauf konzentriert habe. Hallihallo an Benny Boy. Gut, dass ich noch nichts gesehen habe, weil jetzt die letzte Welt kommt, ja? ich habe zu jeder Welt was gemacht. Also zu jeder Welt 100% gemacht. Also, falls es dich interessiert, kannst du gerne die anderen angucken. Die anderen Welten sind auf Twitch und auf YouTube hochgeladen. Also die letzte Welt, die ich gemacht habe, also die Feuerwelt, die fand ich sehr cool. Ja. Gut. Dann würde ich dich jetzt warnen, dass du abschalten solltest, falls du dich nicht spoilern willst. Ansonsten heißt es nämlich jetzt hier, dass wir reingehen werden und ja, gucken, was passiert. Da bin ich ja mal gespannt. Das Blumen Schloss. Okay. Bowser hat alles verändert. Und es ist viel monströser, als Florian es sich vorgestellt hat. Okay. Oh mein Gott, er kann damit sprechen. Oh Mann. Guck an, guck an. Wen haben wir denn da? Du musst wirklich sehr gespannt darauf sein, das große Wunder zu sehen, was ich vorbereitet habe. Du wirst dich noch etwas gedulden müssen, aber Perfektion braucht nun eben seine Zeit. Wie wär's damit, dass du einfach den... Was ist denn Opening Act? Einfach die... Ja, nicht Vorveranstaltung, aber die Level vor dem Finale halt. Ja. Enjoyst, die meine Armee vorbereitet haben. Ja, wohl, Armee klingt hier irgendwie so ein bisschen falsch, ne? Weil Armee klingt zumindest für mich so militärisch, aber... Ne. Missile Megas. Okay, das klingt schon mal sehr gefährlich. Geht raus und zeigt ihm, wie gefährlich es hier sein kann. Also diese Show sein kann. Missile Megas. Okay, okay. Gut. Oh, cool. Es wird sehr viel schwieriger. Schwieriger, oder? Aber wir haben keine andere Wahl. Wir können das schaffen. Wir können jede noch so schwierige, jedes noch so schwierige Level, was Bowser uns vorzeigt, schaffen. Okay, wir sollen Bowsers Rampage, was heißt Rampage denn? Also, so Bowsers Machenschaften beenden einfach. Also Rampage ist, wenn man so wütend ist zum Beispiel. Aber ja. Okay, Missile Mag Mayhem. Sehr cooler Name. Difficulty 3 aber. Zu der Map wollte ich noch sagen. Oh, warte, wir haben noch die Map gar nicht. Ah, warte, hä? Okay, interessant. Vielleicht dann wann anders. Das sieht also wieder so aus, als ob man sich hier so dann entscheiden könnte. Wie diese in, was war das denn? 3D World, da gab es ja dann auch diese Zirkuswelt. So ist die, glaube ich, auch aufgebaut. Gut.
Wir wollen nicht so viel jetzt reden. Wir wollen anfangen. Okay, man kann da. Man kann da drauf laufen. Hier sind schwarze von diesen Dingern. Von diesen Bambus-Dingern, glaube ich, oder so. Und ihr müsst die Musik. Sehr, sehr interessante Musik. Oh mein Gott, und ich sollte vielleicht. Oh mein Gott, wie habe ich denn das geschafft? Oh mein Gott. Okay, das war so gut gespielt. Holy shit, okay. Puh, ja, die Musik ist crazy. Die gefällt mir. Dafür, dass das, also, so ein maschinell angehaucht ist hier alles. Gefällt mir. Oh. Ja, moin, nicht mal getroffen. Oh mein. Okay, ich sollte dazu erwähnen, ich habe vielleicht so 5 Tage nicht gespielt oder so. Okay, also man springt auf die drauf, dann sinken die. Aber man kann noch drauf laufen erstmal. Okay. Ach so, warte, nee, das ist ja, hier waren wir ja schon, genau. Oh mein Gott, also schlechter als ich geht's ja auch nicht, ne? Nee, nein, 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 nee, 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 nee. Das ist ja lächerlich, was ich hier mache. Okay, aber mit so bewegenden Plattformen ist ja auch schon schwieriger, ne? Jetzt geworden das Spiel. Sag mal, was ist denn mit mir? Wieso krieg ich's denn nicht hin? Ich krieg's wirklich gar nicht hin. Also ich wollte euch nur alle Todesanimationen einmal zeigen. Nee, es gibt ja nicht mal Todesanimationen so an sich. Also so spezielle oder so. Zumindest habe ich keine gesehen. Oh mein Gott. Vielleicht wird für mich ja eine neue eingeführt, so oft wie ich sterbe. Der Block, der hat mich sehr verwirrt gerade. Dann Daisy-Block, okay. Das wollte ich schon gar nicht mehr versuchen. Ja, Safety Bounce. Och, Mann. Ich muss mich nur einspielen. Das ist das Problem. Also bis morgen muss ich eigentlich fit sein mit all den Techniken, weil dann ja die Spezialwelt kommt. Ich glaube, da wäre es ein bisschen unvorteilhaft, wenn man dann immer noch so schlecht ist, wie ich es gerade bin. Okay, warte mal. Oh mein Gott, was ist los? Ich krieg diese Starcoin da nicht. Also, im Chat können jetzt schon Wetten abgeschlossen werden, wie viele Tries ich brauche. Startgebot sind 200. Nein, nein, nein. Also, wenn das 200 hier braucht, dann. Weiß ich nicht. Also dann bin ich also selbst sehr enttäuscht von mir. So. Gut. Brauchen wir jetzt nicht hier 2 Stunden failen, ne? Okay. Dann
Checkpoint gibt es auch schon. Eigentlich sehr nett, das Level. Bis jetzt. So. Sehr schön, sehr schön. Als ob ich es gewusst hätte. Oh, da sollte ich vielleicht... Oh mein Gott, die Blase hat mich so verwirrt. Gut. Wonderflower Time. Was passiert hier? Was? Oh. Oh. Okay, cool, cool. Nicht so cool, dass das Ding kaputt geht. Okay, okay. Oh, die haben alle verschiedene Farben. Oh, wie cool. Ah, das Spiel ist so geil. Oh, upsala. Da sind wir ja schon fast wieder in dieser Zirkuswelt von Bowser, ne? Okay, die Münzen hier einzusammeln ist relativ schwierig tatsächlich. Warte mal. Oh. Nee, warte, wir waren doch nicht. Okay, warte, hier so hoch. Ja, das sollte gehen. Ja, wenn man nicht allzu dumm ist, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh, ach, die gehen hoch. Oh, schade. Das konnte ich jetzt nicht unbedingt riechen. Dass die da so hoch gehen. Und hier ist der Samen. Sehr cool. Boah, das war ein sehr, sehr schönes Bild. Gerade. Ich hoffe, das wird das Endbild. Ansonsten habe ich jetzt mal gesaved. Okay. Und gibt es hier jetzt noch... Oh. Yep. Schade. Aber zum Glück kommen die immer wieder, ne? Okay. Haben wir das Level geschafft. Ich mag ja auch diese Idee von den Bullet Bills, dass man da so drauf springt und dann höher kommt. Aber hier ist es halt viel besser dann umgesetzt, ne? Weil die sind breiter, die gehen nur langsam runter und so. Das ist sehr, sehr cool. Du schaffst das? Ja, safe, 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 safe. Also, es war jetzt, glaube ich, eher so, dass ich länger nicht gespielt habe. Deswegen habe ich es nicht geschafft. Also, so schwierig war das bis jetzt nicht. Aber, hallo an... Würfel MUK im Chat. Okay. Oh, Entschuldigung, ich musste niesen. Ja, wie hat dir meine Armee gefallen? Das ist erst der Anfang. Die nächste Show-Performance. Ja, Show ist ja auch Englisch, ne? Ich weiß nicht, aber Show versteht man schon, oder? Ich weiß es nicht, ob ihr das alle verstehen werdet. Aber ich glaube, vor allen Dingen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, ist es schlau, hier sich das anzugucken, weil meine Spiele halt meist immer alle auf Englisch sind. Aber egal, anderes Thema. Die nächste Show wird wirklich super. Du wirst geschockt sein, wie gut sie ist. Hm, ich weiß ja nicht. Okay, genug geredet. Bereite dich vor für eine Lichtshow. High Voltage Gauntlet. Okay. Sehr cool. Ach, warte, man kann sich doch nicht entscheiden. Also muss man den Weg lang gehen. Okay. Aber warte mal, dann geht's ja jetzt hier gleich im Kreis, oder? Mal gucken. Aber eine Map haben wir auch immer noch nicht, ne? Oh, warte mal, die zählen mit für Paddle Isles. Aber warte mal, dann hat die Welt doch viel... Also entweder viel, viel, viel mehr Samen als die anderen oder diese Bowser-Section hier ist super klein. Weil dann sind das noch zwei Level und das finale Level oder so. Damit das hinkommt mit den Samen in den anderen Welten. So 36 wie in Welt 4 zum Beispiel. Okay, mal gucken. High Voltage Gauntlet. Mit einer 4-Sterne-Schwierigkeit. Okay.
Oh, das sieht so cool aus. Okay, die schwarzen... Ich bin dumm. Bitte was? Man kann die nicht angreifen, weil die elektrisiert sind. Oh. Aber sehr cool, wie das mit dem Licht hier gemacht ist. Das gefällt mir sehr. Aber ich kann dann ja jetzt auch nicht so an... Also die angreifen, aufheben, nichts mit dem machen, ne? Okay, hier ist was. Ja, ich hab's gesehen. Wo ist denn hier Ende der Plattform? Ah, hier, okay. Okay, ich glaube, irgendwie soll man auf sie drauf springen können. Oder ich hätte da meine Blasenfähigkeit benutzen sollen. Okay, da sieht es oben so aus, als ob man hochgehen könnte. Oh mein Gott, das war knapp. Oh nein, jetzt ist der... Egal. Also es sieht echt so aus, als ob man da oben lang könnte. Oh Mann. Aber na gut. Wir nehmen mal ein anderes Badge, oder? Wir nehmen mal... Das hier. Ja, das habe ich nicht ganz durchdacht. Das habe ich nicht ganz durchdacht. Okay, so, jetzt aber. Muss ich die einsammeln? Nein. Hä? Ich habe die eigentlich losgelassen. Ja, ach komm. Wie hätte ich denn da auch wieder rüberkommen sollen? Wirklich. Ich habe eigentlich dieses Ding losgelassen, aber... Das hatte nicht gezählt. So. Das nehme ich mir doch trotzdem mit. Warte, der sollte aufhören, elektrifiziert zu sein, ne? Aber man kann dann nicht... Okay, warte, ich muss leider... Oh mein Gott, Dies im Boden. Ah, Mann! Okay, wartet mal. Ah, das geht auch nicht. Ist hier... Hier muss doch ein versteckter Block sein, oder? Okay, dass ich das geschafft habe, ist schon mal ein Wunder. Oh mein Gott, hier ist ja alles elektrifiziert, Alter. Das ist ja... Mega schwer hier. Oh. Okay, ja. Hier. Nee. Oh, warte. Wir kriegen bestimmt wieder diese Fähigkeit, um hier so. Oh mein Gott, nein. Um hier so an den Wänden zu laufen oder so, ne? Safe. Immer. Oder es wird alles hell, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wo geht's hier hin jetzt? Warte, das ist das Ende? Hä, ich verstehe ja hier gar nichts mehr. Okay, wir beenden erstmal das Level.
Und dann würde ich nochmal reingehen und die zweite Star-Crane holen und auch erstmal die Wunderblume suchen. Also die muss ja auf der linken Seite sein, oder nicht? Also meine Prediction ist, entweder es wird alles hell. Oder... I don't know, man kann an den Wänden laufen, aber das macht irgendwie nicht so Sinn. Okay, bist du bereit für eine Pause? Wahaha, zu schade. Okay, es gibt keine Zwischensequenzen in meiner Show. Versuch dich nicht herauszuschleichen. Du wirst die nächste Show nicht vermissen wollen. Okay, weil die Show wird auch nicht, also die Performance wird auch nicht versuchen, mich zu verfehlen. Seeker Bullet Bills. Okay, klingt sehr interessant. Ah, jetzt auf der anderen Seite, okay. Aber warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich gehe raus? Passiert dann irgendwas, wenn ich dann wiederkomme oder so? Lauf hier einmal die kompletten Paddle Isles rum. Dann mal. Also na, wenn man Bowser besiegt hat, wird da in der Mitte das irgendwie sehr schön aussehen. Oder da wird das neue Schloss dann irgendwie hingebaut oder so, weil ansonsten würden diese Plattformen nicht so viel Sinn ergeben. Okay, man kann sich Bowser angucken, wenn er da seine Energie auflädt, aber. Ne? Wenn es fertig ist, glaube ich, ändert sich da noch was. Das ist mein Guess jetzt. Okay, aber erstmal jetzt wieder hier in das Level rein. Ich muss sagen, das mit den Schwierigkeitslevel, ja, das hat sich beschädigt. Es war durchaus schwieriger, ja. Okay. Mein Gehirn hat gar nicht funktioniert. Ich wollte auf den unten springen. Warte mal, sind die da jetzt unendlich elektrifiziert? Ah, nee, okay, die gehen auseinander auch irgendwann, okay. So. Die erste hätten wir schon mal. Okay, und jetzt sind wir hier oben und hier so kann man da hin. Ah, okay. Also ich wäre einfach über die Dinger da gelaufen, aber... Na gut. Ja, wenn Mario nicht mehr die Fähigkeit hat, auf so Sachen drauf zu springen, dann muss ich sagen... Oh mein Gott. Oh, warte mal, da kann man hoch. Ja, so ich jetzt nicht mehr, aber in der Theorie könnte man da hoch. Mhm. Nein! Ach, Mann, das war doch knapp. Aber sehr cooles Level mit so dem Licht. Also ich finde immer doof, wenn man nicht so alles sieht, aber es ist ja... Oh Gott. Es ist ja cool gemacht. Warte mal, die Gegner sind so oder so beleuchtet? Interessant. Wow, ich bin direkt vor dem Checkpoint gestorben. Oh, warte. Die nehme ich mir doch gerne noch, weil ich will ja schon alle haben. Und hier ist die Wunderblume. Okay, was passiert? Oh! Man ist Elektro-Mario, beziehungsweise Metall-Mario. Weil ich springe halt auch nicht gerade hoch. Und dann würde ja das erklären, warum ich elektrisiert werden kann. Oh, Metallfeuer Mario, das ist krass. Ah, das ist sehr, sehr, sehr cool.
und ich ziehe auch alle Sachen so an. Boah. Das ist super, super cool. Oh, das gefällt mir sehr, wollte ich sagen. Aber was mir nicht so sehr gefällt, ist meine Jump'n'Run-Skills hier. Kann man keinen Walljump mehr machen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber leider ist es auch schon wieder vorbei. Oh Mann, oh. Aber das war sehr cool. Das hat mir gefallen. Okay. Ach Mann. Okay. Ja, dann haben wir hier alles. Sehr schön. Ja, wonderful. Perfektes Timing. Course cleared. High Voltage Gauntlet. Thank you. Thank you. Gut, ich frage mich echt, wie viele Level das sind. Ob es jetzt wirklich nur noch so wenig sind. Also jetzt noch High Level? Könnte sein. So, Evade the Seeker Bullet Builds. Die sehen aber neu aus, richtig? Also, oder halt anders zumindest. Weil, so kenne ich die tatsächlich nicht. Aber mal gucken. Okay, die gucken immer in eine unterschiedliche Richtung und je nachdem... was zum... Oh! Die können... Ich will mal draufspringen auf so ein Ding. Ah, okay. So, wir nehmen den mal und den wehren wir ab. So, sehr schön. Aber coole Gegner. Dass sie sich so mit Saugnäpfen da dann festmachen können. Okay, die Lava gefällt mir aber nicht, du. Und auch nicht, dass die jetzt von oben kommen und ich hier über so Plattformen springen muss. Aber es habe ich soweit geschafft. So, und... noch so ein Elefant. Upsala. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Wowie sowie. Hallo? Mein Angriff hat nicht funktioniert. So. Nein. Ich wollte auf ihn springen, das hat aber nicht ganz geklappt. Also beziehungsweise, also es hat mehr oder weniger geklappt, aber nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich hoffe mal, in den ganzen Röhren kann man hier nicht rein. Ansonsten wäre das natürlich sehr schade, weil ich die nicht alle ausprobiere. Kann man da hin? Warte mal, nein. Das ist eine Wand. Doch, kann man. So, und zum Glück habe ich auch, hoppala, meinen Extrasprung hier ausgewählt. Also kann ich tatsächlich hier noch hin. Obwohl ich es eigentlich verpasst hätte. Sehr schön. Ja, ich wusste das. Ich habe das hervorgesehen. Vorausgesehen. So. Gut. Oh, jetzt werden sie groß. Eieiei. Uiuiui, die zerstören auch ganz viele Blöcke dadurch. Hier oben. Ist auch was, aber ich glaube nur Münzen, oder? Yep. Gut. Oh mein Gott, okay, gut. Ja, komm, ich zerstöre es einfach so. Genau.
So klappt das etwas besser. Dich. Ja, machen wir mal weg. Mhm, ja. Sehr schön. Hier muss man aufpassen. Obwohl, nee, muss man nicht, weil man soll hier auch runtergehen. Oder? Ja, okay. Ich war gerade verwirrt, weil da sind, ist trotzdem noch so Dings aufgetaucht. Trotzdem noch so Lava, Wasser, Dings, Spitze eigentlich. Okay, Powerblume, Wunderblume, Wunderblume. Oh mein Gott. Das war lächerlich. Das war richtig lächerlich. Na gut, zum Glück gab es dann Checkpoint. Ist mir schon jetzt ein paar Mal passiert, ne? Oh mein Gott! Ich will mehr schießen. Das ist cool. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir haben einfach so ein eigenes Schiff endlich mal. Oh, wie cool. Oh, ich liebe dieses Spiel. Das ist so cool. Warte mal, aber wir haben doch... Wir haben schon alle Starcoins, also verpassen können wir eh nichts. Aber so... Also, was... Was sollen wir jetzt hier machen? Weil, wenn wir hier nichts sammeln können... Also, die Idee ist cool genug, ja, aber... Ich hätte gerne auch noch irgendwas zum Sammeln dann hier. Hoppala. Oh. Ich hab's irgendwie geschafft zu überleben. Irgendwie, ich weiß nicht wie... warte mal, da hätte man hochgekonnt, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay, sehr, sehr cool. Oh, da bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Oh, ich finde auch mega cool, dass hier im Hintergrund so dann Feuerwerk ist und so, ne? Ist da ein Block? Nee. Gut, dann gehen wir weiter und ich denke mal, hier kommt auch gleich das Ende, richtig? Warte mal. Also wäre eh nur der Rückweg gewesen, aber... Egal, wir haben das Level geschafft. Nee, also ich muss sagen, wirklich ist auch schon sehr schön der Hintergrund mit dem Mechanischen und so. Ich finde, das passt sehr schön hierhin. Jedes Level hat einen anderen Gegner, um den es sich handelt. Passt auch gut zu der Welt, weil es ja Bowsers Armee ist. Okay. Ich werde nicht lügen, ich bin etwas beeindruckt, dass du es bis hierhin geschafft hast. Beeindruckt und glücklich. Das bedeutet, ich kann dich mit der größten Show, die jemals präsentiert wurde, ist... zeigen. Ich kann dir die größte Show zeigen. So. Ich würde erst sagen, mich damit schlagen oder so, aber das passt irgendwie nicht so ganz. Ich meine, dass ich meine das wirklich so. Also wortwörtlich. Ich werde dich damit treffen. Okay, mach dich bereit. Groundbreaking Show ever produced. Okay, ja, mal gucken. Knucklefest. Feast. Fest? Star? Was? Bin ich ja mal gespannt, was das für Gegner sind. Aber zu dieser Welt gibt es auch keinen Bonuslevel, oder? Oder? Vielleicht, ja, vielleicht doch ein Geheimnis noch. Ich weiß es nicht. Was nehmen wir denn mal hier? Hier nehmen wir dann mal den... Ja. Bowser's Blazing Beast, irgendwas? Okay, ja. Ich verstehe. Ja.
Ja, das alles für ein paar Münzen, aber na gut. Na gut. Wieso ist hier noch so ein extra Block? Na gut. Also hier schnell durch. Hier nach unten. Ja, ich weiß nicht, warum die zwei Arme nicht bis nach ganz nach unten kommen. Aber na gut. Upala, das war sehr dumm einfach. Die Dinger ersetzen die alten. Oh, jetzt verstehe ich die Dinger, diese Plattform hier auch. Oh mein Gott! Ark! Mann. Apropos Ark, ne? Ark ist neu rausgekommen. Irgendwie eine bessere Version davon. Egal, ist nicht Thema für den Stream. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas Unwichtiges dann bestimmt. Ich hab ihn losgelassen. Anscheinend wohl zu spät. Schade. So, dann nehmen wir mal ihn hier. Oh, der... Ja, schade, der wird das nicht überleben können. Ach so, genau, die Dinger sind wie diese alten. Oh, wie hießen die noch? Schade. Wie diese alten... Ja, das waren auch so Dinger, die aus den Wänden rausgekommen sind und dann halt einem... Also die haben genau gleich funktioniert, die sahen nur anders aus. So. Okay, ja, da war ich sehr überfordert. Mann, ich brauche das hier vorne nicht sammeln. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer und immer und immer wieder einsammle hier. Ist da über diesen einen Block eigentlich noch irgendwie auch noch ein Block? Kann ich mir gut vorstellen. Oh, warte, was? Ich dachte, man kann auf jedes Segment einzeln springen. Oh. Die Gegner ist... Einfach Gegner-Shaming hier bei mir. Okay, gibt's hier was? Nein. Schade. Oh, man macht nicht mehr Luft da rein, wenn man schwerer ist. Oder Elefant Mario ist nicht schwerer. Mhm. So. Dann haben wir die erste Star-Coin. Uiuiui, okay. Oh, da hätte ich ein Wonderful machen können. Ich wäre ein One-Up, glaube ich. Denke ich, schätze ich, hoffe ich mal. Oh mein Gott, nein. Hot. Ja, ich glaube, diese, auch wenn das nicht rote Lava ist, ist es trotzdem sehr, sehr heiß. Beziehungsweise, oder giftig, oder was auch immer. Zwei One-Ups. Auf einmal Skill hier, oder was? Na?
weiß noch nicht, ob hier so viel Skill tatsächlich ist. Ja. Ich renne einfach mal ganz, ganz, ganz schnell da lang. Genau deswegen. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich hätte stoppen müssen. Aber ich wusste schon, na, da könnte vielleicht was sein. Deswegen. Aha. Und so bekommt man Wonderful. Aber die zwei One-Ups, die ich da gerade bekommen habe, sind natürlich nochmal ein bisschen leckerer, ne? Oh, aua. Okay, also ist auch wenn man aus einer höheren Höhe springt, ändert sich nichts an dem, Boost, den man da bekommt. Also nicht, geht nicht höher oder so. Gut. Dann sind wir mit der Section hier auch fertig. Das wird doch hier auch gleich zerstört. Das kannst du mir gar nicht anders erklären. Oh, hier ist die Wunderblume. Oder, nee, warte, doch, aber... Es wird so rausgezoomt. Das ist auch mal interessant. Oh. Okay. Bowser's Blazing Beats. Was, wie er da steht. Oh mein Gott, dieses Spiel. Ach, es ist so schön. Oh, ja, ich würde da drauf springen, aber egal. Kann ich auf die drauflaufen? Nee, oder? Ja. Das ist voll das Rhythmuslevel vor allen Dingen, ne? Oh mein Gott, okay. Gerade so da durchgekommen gerade. Aber damit wurde mir auch bestätigt, dass ich da nicht lang kann. Also darauf kann, auf die Dinger. Ja. Ich wollte gerade springen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Leider. Ah, dieses Musiklevel-Theme-Zeug ist cool. Okay, ich weiß nicht, ob man die hätte so holen sollen, wie ich sie geholt habe, aber... ich habe ja immerhin die Münze bekommen, deswegen... Deswegen sollte das eigentlich so okay sein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Ich glaube sogar nicht. Oh, und, zum Glück ist das... Ah, hat es aufgehört zu scrollen. Und hier haben wir... den Wundersamen. Samen. sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Ach, das Spiel ist so toll. Ich freue mich so, dass ich es wieder weiterspielen kann. Okay, dann jetzt hier einmal bitte... bis zum Ende dieser Fahnenstange. Bis zum oberen Ende, wohl bemerkt. Nicht das untere Ende. Und damit haben wir auch dieses Level geschafft. Sehr schön. Bye-bye. Also, nein, noch nicht. Bye-bye. Wir wollen noch etwas mehr spielen. Das wäre ja gelacht. Oh, 34. Das bedeutet, ich hatte echt recht. Wir haben noch ein Level vor uns. Und das ist das letzte.
und die Paddle Isles sind fertig. Zumindest von den Wundersamen her. Okay. Gut, das heißt, wir haben es geschafft. Bowser ist, findet das actually, sehr bewundernswert, dass wir es geschafft haben. Aber wir sollen nicht so, fröhlich gucken. Das war nur die Eröffnung. Okay, der rockige Rhythmus von dem großen Main-Event, den wird man in der gesamten Welt hören. Nein, sogar im gesamten Universum. Niemand wird sich dagegen... Niemand wird dagegen immun sein. Resisted? Naja. Halbwegs richtig übersetzt. Die Köpfe werden nicken. Die Füße werden... Was heißt denn? Tappen. Halt so auf dem Boden. Auch. Mit dem Rhythmus halt... ich würde sagen, geschlagen, getreten. Das passt alles nicht. So getippt halt werden. Sie werden nicht aufhören. Sie werden nicht aufhören können. Und jetzt ist die Zeit gekommen für das epische Wunder, was er vorbereitet hat. Okay. Feast your eyes on Bowser's Rage Stage. Okay, wir alle sollen zur Mainstage kommen. Interessant. Das letzte Level. Final Battle Bowser's Rage Stage. Ich muss sagen, war halt sehr kurz, ne? Also, okay, waren auch coole Level, ne? Also, so nicht, so nicht. Wieso gehe ich zurück? Ich weiß es nicht. Wir können aber in der Zeit dann mal eben ein paar Leben kaufen. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen unbedingt, aber besser haben als kaufen, ne? So. Ja. So. 90 Leben. Das sollte doch reichen. Auch für das, was wir dann morgen oder später noch vorhaben. In der Bonuswelt. Aber jetzt heißt es erstmal The Last Act. Das letzte Level. Mal gucken. Ja, wir starten mit dem ganz normalen Badge hier, was wir auch als allererstes gehabt haben. Und mal gucken. Kamek mit Bowser Jr. Hahaha, du hast es bis hierher geschafft, ha? Nicht, dass es irgendwie, wie heißt es denn, meddern würde, nicht, dass es irgendwas ändern würde. Ich bin fertig mit dir zu spielen. Nee, warte, also, ich spiele nicht mehr mit dir, so. Okay, er hat ein Ticket ganz vorne für die große Show von seinem Vater. Und wir werden das nicht für ihn ruinieren. Okay. Zeit für sein super duper extra cooles Wunder. Okay. Dann gucken wir doch mal. Große Gegner und große Sachen insgesamt. Oh, da hat er es sich für sich selbst irgendwie etwas ruiniert. Okay, Autoscroller, let's go. Oh, ja. Schade. Gerade war ich noch groß, aber na gut. Wollen wir mal gucken. Okay, die zerspringen in kleinere, ne? Yep. Tatsächlich gibt es, ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, gibt es so viele Goombas in dem Spiel? Oh mein Gott. Oh mein
Nein. Wie oft habe ich die Gummas schon getötet? Das wäre mal eine sehr interessante Frage. Ja, gut, dass ich mir die Leben gekauft habe, weil ich brauche sie auch anscheinend. Irgendwie ein cooles hier. Den Pilz nehmen wir mit. Oh, da oben ist eine Kugel. Ich sehe das doch schon. Yep. Hier werden jetzt... Ah, so, ja, okay. Ich wollte drüber springen, aber na gut. Hier werden jetzt sämtliche Wunder ausgepackt, ne? Die es gibt. Und ich sollte da warten. Ich weiß nicht, warum ich immer loslaufe. Ach, Mann. Ich finde den Feuer Mario hier echt ganz cool. Warte mal, man kann damit die Gegner one-hitten? Okay, ist jetzt so. Wir müssen direkt mal da drauf. Und dann da mal rüber zu springen. Und dann haben wir keinen Stress mehr, richtig? Oh mein Gott, Oh, hey, it's you. Erstens, du klingst sehr weird und... It was inevitable. Okay, na gut. Letztes Level verlangen wir nochmal vielleicht einiges ab hier. Also, so sieht es auf jeden Fall aus. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so viele Goombas im Game gibt. Ich bin drauf geachtet. Aber anscheinend ja schon. Wenn da schon eine Statistik für vorhanden ist. Obwohl, na gut, dafür eine Statistik zu machen, ist auch irgendwie, ne? Sehr offensichtlich. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir circa hin. Hier rein. Werde ich mir aber nochmal gönnen. Oh, und ich wollte gerade sagen, kommt der Drache auch nochmal zum Leben, weil der bleibt da so stehen. Und tatsächlich, das ist cool. Also das ist einfach so ein Level mit allen Wundern jetzt irgendwie so hin und her durchgemixt. Ah, das ist so cool. Das ist so cool. Das hätte ich eher in der Spezialwelt erwartet tatsächlich. Aber hier ist es natürlich genauso aufgehoben, ne? Weil die reden hier die ganze Zeit von den großen Wundern hier. Warte mal, wir müssen, glaube ich, eher die andere Richtung hin, oder? Oder können wir den schieben? Okay, man hatte sehr viel Zeit, um zu verstehen, was man da machen kann. Man kann einmal oben drüber oder man kann so da unten drunter. Ja. Halloween-Dings. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott. King Boohoo hat mich getötet. Es ist ja auch bald Halloween? Morgen oder sowas? Ich weiß nicht, mehr, welches Datum wir haben. Tut mir leid. Ja, in so ein, zwei Tagen ist Halloween. Also passt das auch sehr gut. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass die das spawnen. Naja, auch in den letzten Leveln oder beziehungsweise halt wirklich das letzte Level der Story, falls halt jetzt nicht mehr kommt, wird nochmal ordentlich gefailt, ne? Wäre ja auch sonst hier nicht mein Stream. Aber, also außer dass es halt ein Side-Scroller ist, ist ein bisschen doof, weil... Deswegen muss man immer so viel warten, wenn man stirbt. Aber im Optimalfall stirbt man ja auch nicht, ne? Also, das ist ja auch irgendwo meine Schuld. So. Hello!
Ja, ich soll den recommended, den soll ich nehmen. Ja, gut. Dann nehme ich den. Das ändert zwar nichts daran, dass ich einfach irgendwie zerdrückt werde, aber gut. Wenn das Spiel das sagt. Also es ist ein 5-Sterne-Level, aber Mann, also naja. Oh, warte mal, kann mit einer Stampfattacke die auch so tun. Sowieso, okay. So. Hier eben einmal rein. Über da oben rüber. So. Gut. Wir sind wieder hier auf diesem Drachen. Oh, der sieht aber auch echt cool aus, ne? Bin ich ehrlich. Okay, wir versuchen mal oben drüber. Ja. Das war ja auch genauso easy tatsächlich. Oh mein Gott, was? War unfair, meiner Meinung nach. Okay, wo haben wir da? Hier haben wir die Kronleuchter. Okay, ja, ja, sehr cool. Oh. Er singt mit, aber wenn ich ihn angucke, singt er nicht mehr mit. Warte mal. Ach so, warte. Oh. Ah, wir sind so schwerelos. Sehr cool. Ah, warte, ich glaube, hier müsste man rauf. Warte, wer jubelt uns dazu? Sind das die Schergen? Und Bowser? Aufpassen. Sehr cool, diese Röhren irgendwie. So als Raub fungieren, aber Charge. aber trotzdem. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst dahin die Bühne und all diese Goombas. Oh wow. Also Respekt. Also Respekt an Bowser. Er hat wirklich hier was auf die Beine gestellt. Das ist. You're gonna be amazing, okay. Wird das auch ein Rhythmusspiel sein? Was ist das im Hintergrund? Das sieht. Also, das links, das sieht irgendwie interessant aus. Okay. Hier kommt der Kopf von Bowser und seine Arme. Das erinnert mich an diesen. Ja, Mumienfight nicht, aber auch an schon ein, zwei Fights von früheren Bowser. Mario-Spielen, nicht Bowser-Spielen. Mwahaha. Danke an alle fürs Kommen. Entschuldigung, dass ihr warten musstet. Are you ready to lose yourself in the sweet beat? Okay. Bist du bereit dafür, dich in dem coolen Beat zu verlieren? Pepe Hugh, hallo. Das Level ist doch eigentlich recht einfach. Ja. Also so schwer war das nicht. Also ich bin halt einfach echt kacke manchmal, ne? The final level. The final will make. Okay, das Finale wird das ganze Universum. Das ganze Universum als meine Besucher nehmen.
Okay, Bowser's Rage Stage. Hit it. Okay, wir müssen unten da an seinen komischen Button ran. Auf jeden Fall. Das ist ja schon mal klar. Wir können uns noch nicht bewegen. Okay. Sehr lange Cutscene, aber gönnen wir es ihm mal. Okay, warte mal. Ah, okay. Unten die Pfeile zeigen an, wie weit es ist mit dem, dass man springen kann. Und wir müssen ausreichen. So Sachen, die so auf dem Boden bouncen und dann abprallen. Sehr cool. Ah, Nintendo hat es aber auch mit ihren Händen irgendwie dann, ne? Also in Splatoon nicht auch mit... Nee, was? Octavio mit Händen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Fight. So, direkt wieder einen weiteren Hit da reinhauen. Kein Respekt zeigen. Okay, mal gucken. Also, ja, geht jetzt echt easy. Und er hat schon echt viel Schaden. Warte mal, das ist ein Elefant. Ja, schade. Das habe ich zu spät gesehen. Den hätte ich gerne gehabt. Oh mein Gott, was ist denn los? Na gut. Okay. Zweite Phase. Warte, blaue und rote. Oh, okay. Es sind immer abwechselnd. Abwechselnd gehen die hoch. Okay, ich kann den aber noch nicht hitten. Oh, jetzt. Nee. Oh, warte mal. In der Zeit dazwischen. Also, wenn er jetzt gleich losgeht, hier auf der Seite, dann muss ich springen. Aha. Jupp. Verstanden habe ich schon mal. Okay, jetzt sind zwei Hände. Oh, das war leicht unfair. Aber naja, auch meine Schuld, dass ich da hochgesprungen bin, ne? Okay, schaffe ich das hier? Nein, oder? Nee, okay, so schnell schafft man das gar nicht. Dass man das, also doch, wenn man extrem gut ist oder so Speedrun macht, dann bestimmt. Aber zu viel Zeit ersparen, das wollen wir ja auch gar nicht machen. Weil die Folge geht, glaube ich, echt sehr kurz. Okay, ja, ich glaube, jetzt kommen die, genau... die gönne ich mir doch. Die sieht doch echt lecker aus. Warte, kann man die... Ja, man kann die wegmachen. Oh mein Gott, das ist ja super OP. Okay. Oh, warte, die nicht. Die kann man nicht wegmachen. Oh mein Gott, das war auch sehr knapp da, glaube ich. Ja, okay. Sieht gut aus. Ich mag den Kampf bis jetzt. Der ist echt lustig. Aber es ist ein sehr cooler Bossfight. Ja, ja, ja. Bis jetzt finde ich es echt cool. Viel besser als so, was in anderen Spielen bisher üblich war. Oh, warte mal. Man kann die zerstören? Oho, das wusste ich gar nicht. Oh, man kann die zerstören. Ja, das ändert so einiges tatsächlich. Aber wie habe ich die zerstört? Okay, ja, ja, ja. Ja. Das habe ich nicht ganz kommen sehen dann. Aber warte mal, muss man einfach nur dagegen springen? Als ob ich nicht gecheckt habe, dass man da einfach gegenspringen kann. Oh mein Gott, wie lost bin ich denn? Aua, ja, vielleicht soll ich auch aufpassen. Statt da jetzt nur gegenspringen zu wollen.
So, und war's das? Oder kommt jetzt die zweite Phase? Ich glaube eher letzteres, ne? Ja. Okay. Mehrere Ebenen. Sehr cool. Ja, gehen wir da mal hoch, würde ich sagen. Mann, ich wollte da hoch. Boah, jetzt muss man wieder jedes zerstören. Kann man da... Nee. Ich würde sagen, vielleicht kann man da auch so... Die Hände kann man auch nicht drauf. Oh nein. Jetzt bin ich wieder... Ich mach's auch länger, als es sein müsste, ne? Nein. Gut, dann eben kurz warten. Oh. Okay. Nee, man kommt noch nicht ganz hoch. Oh mein Gott, er schubst mich herunter. Das habe ich auch wiederum nicht gecheckt. Nein, diese Hände sollen mir gestohlen bleiben. Ja, jetzt aber. Bam! Mit einer Stampfattacke, obwohl ich klein bin, aber mit einer Stampfattacke. Haben wir sein Gehirn geöffnet? Oder was? Okay. War's das? Ich bin mir irgendwie so ein bisschen unsicher. Also, wir gehen jetzt aber nicht in seinen Kopf rein, oder? Nein, okay, ich glaube... Das sieht so aus, als ob wir es geschafft haben, Bowser zu besiegen und das Blumenkönigreich zu retten. Okay. Saugt all die Energie wieder auf. Bowser wollte doch nur ein großer Musiker sein. Aber na gut, jetzt. Okay, wir haben alle von den royalen Samen. Warum auch immer es nur 7 sind, aber na gut. Und jetzt wird wahrscheinlich wieder alles in der Welt hergestellt werden, ne? Das war's. Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Ah, cool. Okay. Oh, wie schön. Wow. Ja, krass. Da sind all unsere Helden. Junge, drei Yoshis, drei Toad. Ach man. Oh Mann. Oh, diese Poplins oder wie auch immer sie heißen. Sehr interessante Wesen. Erblüht er auch? Nee, okay. Ja, komm, davon kann man schon einen Screenshot machen. Das ist doch ganz cool. Und ich schätze mal, das sind jetzt hier die Credits mit einem Highscore. Shigeru Miyori Ja, okay, ich kann das gar nicht so schnell lesen. Ja, das waren jetzt alle Level für die Story. Aber es kommt noch die Spezialwelt. Genau, da werde ich auch nochmal alle Level spielen und für die Level, die ich sogar schon gespielt habe, da werde ich noch einen kleinen Bonus machen. Die werde ich wahrscheinlich unsichtbar spielen. Oder mit einem anderen Debuff oder so. Vielleicht das erste Level von der Bonuswelt versuche ich auch einfach mal ohne die Wunderblume zu spielen oder. Ich weiß es noch nicht. Ich muss auch mal gucken, was im Bereich des Möglichen da für mich liegt. Auf jeden Fall muss ich sagen,
Das war so eine Pleasure, dieses Spiel zu spielen. Mir hat es so, so gut gefallen. Immer diese Wunderblumen zu finden. Und dann war das Level komplett anders und diese Ideen für die Wunderblumen waren auch so cool. Das hat mir sehr, sehr, sehr doll gefallen. Wie man ja auch hier sieht, man konnte am Hintergrund Wänden so laufen. Dieser Drache ist die Musiklevel, es war sehr, sehr cool. Was ich aber nicht so cool fand, war tatsächlich, dass so irgendwie jede zweite Welt so mega kurz war und insgesamt, was halt auch irgendwie eine Welt weniger als sonst so. Oh mein Gott, warte. Jetzt muss ich hier auch noch im Takt springen. Wie soll ich denn da noch kommentieren? Oh Mann. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade. So, ja. Dafür, dass es halt so lange kein neues Mario gegeben hat. Irgendwie kann ich mir nicht so vorstellen, dass sie die gesamte Zeit das... Ups, Alter. Ist gestorben da. Ich glaube, man kann hier nicht sterben. Dass sie die ganze Zeit programmiert haben und dann nur so wenig Welten haben. Also okay, die Ideen sind schon alles cool und alles, aber... ich habe auch schon ein Video gesehen, könnte man sich vielleicht nachher auch mal angucken. Da hat jemand schon sein eigenes Level gebaut, was auch echt sehr gut aussieht. Und darunter die Kommentare waren auch so, yo, irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel existiert dafür, dass man es modden soll. Weil es ist halt echt nicht schwierig, das zu modden, so von all dem, was ich jetzt mitbekommen habe und so. Also, ich weiß nicht. Ich glaube aber, dass man da die, später in so 2 Jahren richtig coole Modded-Levels finden kann. Vor allen Dingen, weil die Ideen sind ja auch... Also, es gibt so viele coole Ideen, wenn man die alle ausbaut. Also, ich glaube, wir können noch sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben, auch in den weiteren Jahren. Also, das ist jedenfalls sehr cool. Was ich auch sehr cool fand, war natürlich, also, dass es eine Bonuswelt gibt. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt Standard, aber für Mario bei Nintendo ist es jetzt eigentlich schon immer so gegeben. Aber es ist ja trotzdem, muss man ja trotzdem erwähnen, dass es cool ist. Und auch diese paar Luftschiff-Level, die haben mir auch sehr gefallen. Insgesamt, es gab sehr viele Level, die mir auch an sich einfach super gefallen haben, von den Ideen her und alles. Hier sieht man ja auch zum Beispiel super viele coole Ideen nochmal einfach so zusammengefasst. Wie das Elektro-Level, wo ich vorhin sehr gefailt habe. Und ja, insgesamt muss ich sagen, war das Spiel sehr, sehr cool. Ich würde es jetzt trotzdem nicht so bewerten oder so, weil, das finde ich, sollte jeder selbst für sich entscheiden, wie gut er das jetzt findet. Und ja, ich muss sagen, es hat sich doch gelohnt, darauf zu warten, weil ich hatte sehr viel Spaß. Kamek muss mal wieder Bowser und Bowser Jr. abschleppen hier. Die Frage ist, gibt es noch ein DLC? Ist die 8. Welt ein DLC? Mal gucken, was da noch so kommt, wenn es da überhaupt irgendwas zugibt. Congratulations! Ich weiß nicht, warum ich das jetzt auf Englisch vorgelesen habe, obwohl da was ganz anderes auf Englisch steht und ich ja eigentlich Deutsch vorlese, aber egal. Wir haben das Spiel geschafft und dafür eine Medaille bekommen. Okay. Die Level, die wir nicht gefunden haben, werden jetzt gezeigt. Und wir haben ein Follow bekommen. Interessanter Zeitpunkt. Das Spiel war wirklich etwas zu kurz, ja. Also, mal gucken, ob da noch was kommt, aber... ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall danke an Pepe Hugh
für den Follow. Vielen, vielen Dank. Du bist, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, tatsächlich mein 50. Follower. Vielen, vielen Dank dafür. 50 Leute. Krass, okay. Gut, wo waren wir? Genau, die Level, die wir noch nicht gefunden haben, würden jetzt aufgedeckt werden, aber wir haben alle. Und die ganzen Badges sind jetzt auch günstiger, die man noch nicht gekauft haben sollte. Beziehungsweise, wir haben ja auch noch nicht alle gefunden. Ich weiß nicht, ob es die in der Bonuswelt gibt, deswegen. Mal gucken. Hier mit dir zu sein, erinnert mich an unsere, an, ja, unseren Start, als wir unsere Reise angetreten haben. Wir sind an so vielen coolen Orten vorbeigekommen, um all die Wundersamen zu sammeln. But if you think there are more Wonder Seeds or 10 Flower Coins that we haven't found yet. Ah, okay. Er würde die weiter mit uns sammeln, falls wir noch irgendwie nicht alle gefunden haben. Aber. Also ich glaube, das wird schwierig, noch welche zu finden. Also, okay, die Münzen, die können wir natürlich finden. Aber. Ich sehe da gerade. Auf dem Berg ist eine Röhre. Auf dem Berg von dem Vulkan. Waren wir da schon? Also ist jetzt auch schon ein bisschen her. Waren wir da? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal gucken, wie das aussieht da mit Bowser. Ob das Spiel jetzt einfach zurückgesetzt worden ist, bevor wir das letzte Level gespielt haben. Nee, es ist tatsächlich alles heller hier. Okay, das sieht auch sehr interessant aus. Okay. Dann heißt es ja tatsächlich jetzt. Warte mal. Ja, komm. Davon brauchen wir doch ein Bild. Egal, wie schlecht es aussieht. Wie sieht es denn aus mit den Poblet-Shops? Also, die sind jetzt im. An. Ach so, wir waren da oben. Ich sehe es gerade. Da war Captain Toad. Okay. Wie sieht es aus mit den Shops? Also, die sollen Badges günstiger haben, aber. Die meisten haben ja gar keine Badges. Oder gibt es da jetzt hier. Die anderen Spezialbadges. Nee, gibt's nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal in die Bonuswelt. Und gucken mal da, ob der noch irgendwie noch was anderes hat. Du musst alle Captain Toads finden. Die Secrets. Wie viele gibt's denn? Beziehungsweise, was passiert, wenn man alle gefunden hat? Weil. Ich habe einige gefunden. Wie habe ich den gefunden? Nee, gucken wir uns gleich mal. Wir gucken erstmal hier rein. Warte, was? Man kann sich für 300 Münzen 99 Leben kaufen? Warum wusste ich das nicht vorher? Oh Mann. Ja, okay. Aber wir müssen ja auch noch hier die ganzen Standees kaufen. Das wird ja auch noch. Ich glaube, das wird einfach farmen. Und dann reiche ich das mal nach oder so. Okay, warte mal. Wir gucken mal, wie viele wir gefunden haben. Okay, also. Hier oben gibt es einen. Hier unten gibt es einen. Und dann haben wir schon mal zwei gefunden. Genau, hier in dem Gebiet haben wir den gefunden. Und hier hinter dem Wasserfall, den haben wir auch gefunden. Also dann haben wir drei. Hatten wir den hier gefunden? Ich weiß es nicht. Den hatten wir gefunden. Das sind vier. Und hier hatten wir auch einen. Das sind fünf. Okay, und du meintest, glaubst du fünf? Okay, ja, dann hätten wir alle gefunden. Okay. Gut. Also, den ich. Hier gezählt habe, das ist halt der auf dem Vulkan. Der ist ja spezifisch, eigentlich steht der ja hier, aber. Gut. Dann muss ich sagen, haben wir alle von den Samen alle Welten geschafft.
dann gibt es nächstes Mal die Bonuswelt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, was ich mit den zwei ersten Leveln hier machen werde. Also ich glaube, das werde ich versuchen, ohne Wunderblume zu spielen. Außer wenn ich halt zu viel gehittet werde. Also es dauert halt immer, bis ich so eine Seifenblasenblume bekomme. Deswegen ist es ein bisschen nervig. Ich spiele es auch einfach nur unsichtbar. Das versuche ich definitiv nochmal unsichtbar. Und dann kommen die richtigen Level, ne? Die ich noch nicht gespielt habe. Also freigeschaltet sind sie alle. Ich hoffe, ich finde den Weg zu allen. Aber ich glaube, das schaffe ich. Gut. Ja, und dann hier in der Mitte gibt es noch dieses Level. Und dann hier oben gibt es ja auch noch das eine Level. Okay. Gut, dann war es das für heute tatsächlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und tschüss.